the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland, to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. Oh. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir spielen heute Super Mario Sunshine. Ach, ich freue mich schon so ewig drauf. Ein wunderbares, tolles Spiel. Mein mit riesigem Abstand liebstes Mario-Spiel und eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt. Und da es eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt ist, muss ich natürlich einen meiner absoluten Lieblingsgäste überhaupt dabei haben. Mieps. Ja, Mieps ist heute wieder mit dabei. Genau. Ja, natürlich das Kaiulein wieder mit dabei. Das ist ja absolut zwingend notwendig bei einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich muss mal kurz dazu etwas angestehen. Wir hatten es ja vor, wir zwei, dass wir dieses Spiel aufnehmen. Einfach weil es eins meiner Lieblingsspiele von mir ist und sie das Spiel auch cool findet, es aber nie wirklich durchgespielt hat, etc. pp. Ja, und dann haben wir halt kurzerhand beschlossen, ich hol mal das Spiel von meiner Schwester, weil das ja noch bei meiner Schwester lag. Und wir spielen es. Die Problematik dabei, ich konnte nicht auf Kaiulein warten. Frechheit. Weil ich dieses Spiel so lange nicht mehr gespielt hatte. Ich habe das Spiel jahrelang nicht mehr gespielt gehabt und konnte nicht auf mein geliebtes Kaiulein warten. Und deswegen habe ich mal kurzerhand einfach mal 53 Insignien schon mal geholt. So heißt, ich habe das halbe Spiel mal durchgespielt. Ups. Mal kurz durchgesuchtet. Krass. Weil es einfach geil ist. Wie viele Stunden hast du gebraucht dafür? Nicht lange. 2 Tage waren es ja. Also nicht wirklich lange, muss ich sagen. Aber dann halt den ganzen Tag quasi gezockt. Nö. Den ganzen Tag habe ich Pokémon gezüchtet. Ich habe mal kurz nebenbei mal ein bisschen Mario gespielt. Das klingt jetzt schon ein bisschen... Naja. Okay. Nehmen wir es mal so hin. Nebenbei mal ein bisschen Mario gespielt und zum größten Teil immer noch Pokémon gezüchtet. Weil, was man dazu leider jetzt schon sagen kann, so toll das Spiel auch ist, es ist leider nicht gerade das längste Spiel. Okay. Leider. Aber, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier noch weiterreden, wollen wir einen neuen Spielstand starten. Und zwar entweder A, B oder C. Was nehmen wir denn? Entweder C, wo sowieso noch nichts ist, oder wir löschen einen. Ich würde C nehmen. Oder? C. Ja, nehmen wir C, komm. C. Mit Start. Start. Start! Ach ja, was ich vorher noch kurz anmerken will, ich hoffe, ich werde jetzt nicht vom Spiel überschnitten. Kaiulein und ich haben uns jetzt fest vorgenommen, dass dieses Projekt schön frei von irgendwelchen sexistischen Anspielungen oder blöden Kommentaren sein wird. Wie man es halt von uns eigentlich gewohnt ist, sage ich jetzt mal. Ja, wir wollen uns auf das Spiel konzentrieren. Ich gebe uns noch 10 Minuten. Wir sind gesittete Menschen. So, also, Spiel hier, da und so. I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance.
Oh, Mario ist ja vorsichtig. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Voll cool. Ich möchte dazu kurz anmerken, dieses Flugzeug ist so porthässlich. Es ist rosa. Alter. Wieso? Die Prinzessin hat mitgemischt. Gut. Bevor wir jetzt irgendwas machen, was kann ich denn überhaupt? Ich kann hier den Drehsprung, voll cool. Ich kann die Kamera mit dem C-Stick bewegen. Dazu muss ich mal kurz sagen, dieses Spiel hat meistens eigentlich relativ einfache Bosskämpfe, sage ich jetzt einmal. Also so gut wie immer relativ einfache Bosskämpfe. Allerdings hat es etwas, das in diesem Spiel brutal schwer ist. Der größte Bosskampf sozusagen aller Zeiten. Das ist einerseits die Steuerung und andererseits die Kamera. Ach, das denn typisch. Die Steuerung im Spiel ist ziemlich, ja, träge, will ich jetzt mal sagen. Meiner Meinung nach. Die ist ziemlich träge, vor allem was das Springen angeht, ist das manchmal ziemlich ungenau in meinen Augen. Und die Kamera ist sowieso schrecklich. Aber ich glaube, das ist man von den meisten Mario-Spielen gewohnt. Dabei kannst du die Kamera in alle Richtungen drehen. Ja. Allerdings nicht immer. Ach so, ja. Wenn da eine Wand im Weg ist und so. Ne, zum Beispiel. Ja. Und die Problematik dabei ist, dass später die Welten ein bisschen viel Schnickschnack haben und deswegen die Kamera stark beeinträchtigt wird. Was ist das eigentlich für ein riesengroßes Lava-Mario-Gesicht? Das da? Ja. Kann das irgendwas? Naja, das ist, nein, halt, ich darf nichts Versautes sagen. Ich darf nichts Versautes sagen. Schnell weg da, ich darf nichts Versautes sagen. Jetzt wollte ich schon was Böses sagen, aber das darf ich ja nicht. So, ich red mal mit der da. Oh, worauf wartest du? Zu dem etwas. Dein schwieriges Geklecks hat mein Freund besudelt. Ew. Und da darf ich jetzt nichts Schmutziges sagen? Okay, da darfst du. Nein, 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 wir wollten brav sein. Ja, ja, ich meine, brav sein, man kann ja perverse... Mein schmieriges Gekleckse kann dich gleich besudeln. So. Genau, Marius Wichse ist rot. Das hast jetzt du gesagt. Und heiß und glühend. Oh yeah. Das hast jetzt du gesagt, aber was haben wir denn da Tolles? Ach ja, das Teil ist so cool. Ich hab's geliebt. Thank you for purchasing this item from Gad Science Incorporated. Preparing to register customer information, scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom. Data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra-dousing device. I hope to be of assistance. Yay! Proceeding with user instruction. Use the R button to shoot water from my tank. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use the control stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the R button to hover in the air for a short time. If this tank is empty, no water can be sprayed. To refill tank, enter a body of water and press the R button. Instructions complete. Proceed. Ja, ja, ist der Tank leer, kannst du nicht mehr spritzen. Erklärung nicht nochmal hören, nein. So, was können wir denn? Also, wir können jetzt mit dem Dreck weg 0817, ich liebe dieses Teil. Und, wie du gesagt hast, du ja ebenfalls. Mhm, das ist schon cool. Ich liebe dieses Teil einfach. So, wir können ihn benutzen mit der R-Taste. Wenn ich sie nur leicht drücke, dann kann ich währenddessen rumlaufen. Drücke ich sie ganz nach unten, dann bleib ich stehen und kann so rumschießen. Weiterspritzen. Ja. Ich kann übrigens auch so springen, während ich spritze. Ich kann das auch kombinieren, indem ich so einen Drehsprung mache. Yay! Das ist übrigens meine Lieblingsattacke. Und noch mehr spritzt. Oh yeah. Ich will euch alle anspritzen.
Und ja, ich liebe den Dreck, nur los sitzen. Dann mit X können wir wechseln, dann können wir hier die Schwebedüse aktivieren. Ziemlich cool, da können wir kurze Zeit schweben. Und wenn der Tank leer ist, einfach mit R wieder auffüllen. So, dieses M-Geschmiere, wenn wir das anspritzen, bekommen wir Münzen. Jetzt mit Ausnahme, nur absolute Ausnahme, sind diese beiden M-Geschmiere. Da bekommen wir gelbe Münzen. Bei allen anderen M-Geschmieren, die so aussehen, bekommen wir später blaue Münzen. Was die blauen Münzen machen, das erfahren wir später erst. Wie gesagt, die beiden sind eine absolute Ausnahme. Nur da gibt es gelbe Münzen. Was man da übrigens gesehen hat, man hat ja gesehen, wenn ich es angespritzt habe, dass das so ein, ja, gelber Kranz außenrum war. Dieser gelbe Kranz, wenn es spritzt, das bedeutet, dass ich treffe. Nur so nebenbei. Okay. Zum Beispiel, jetzt achte man mal auf dieses Blob-Teil da. Ich spritze es an. Und man sieht ja immer diese gelben Explosionen da. Und die zeigen eben, dass ich treffe. Dass du etwas tust. Ja, genau. So, den können wir mal sauber machen. Dann können wir noch kurz mit ihm reden. Ach, der war in diesem Lava-Gedöns drin. Ja, genau. Oha. So, und jetzt würde ich mal sagen, kümmern wir uns mal um dieses Gedöns hier. Wir können das immer ein bisschen anspritzen. So. Ihr seht, wir können das alles schön wegwischen. So. Wunderbar. Was sagt uns dieses Spiel? Wir lernen Putz. Ja. Es ist eigentlich nur ein Putzspiel. Eigentlich schon, ja. Ja, und jetzt wollen wir das Teil hier mal anspritzen. Einfach die ganze Zeit drauf. Und eine Piranha-Pflanze. Ganz leichter Endboss. Besser gesagt, ganz leichter Boss. Einfach warten, bis das Maul aufgeht und dann ins Maul spritzen. Als ob es aus irgendeinem Porno geklaut wäre. Ich dachte, ich wollte keine sexistischen Anmerkungen. So ein bisschen Hentai-mäßig. Scheiße! Okay, jetzt hast du auch noch geflucht. Wir sind ja, wir sind ja beim Spiel. Wir können ja trotzdem so komische Sachen sagen, aber wir sind hier voll konzentriert und so. Ja, wir haben hier eine das ist eine sogenannte Insignie der Sonne. Die müssen wir sammeln. Das ist quasi wie in Super Mario 64 mit den Sternen sammeln. Das kann sein, ja. So muss man hier die Sonneninsignien. Ja, ist wirklich so. Da musst du Sterne sammeln, hier sind es Sonneninsignien. Beides ja. Gelb, beides zackig, also irgendwie fast das gleiche. Beides so komische, große, schwarze Augen. Ja. Das gleiche in grün. Ja, nachdem wir eine Insignie der Sonne bekommen haben, erscheint immer dieser Bildschirm hier, immer. Da können wir entweder sichern und weiter sichern und verlassen oder fortfahren. Wie bei Super Mario 64. Weiß ich doch nicht. Nee, ich weiß. Deswegen sage ich das ja, weil ich es lustig finde. Es gibt halt echt verdammt viele Parallelen irgendwie, was das angeht zumindest. Now in session. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned.
This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the Shine Gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the Shine Sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the Shine Sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. Go straight that way. You can't miss the mess now. Your first job's to get rid of all that ugliness. And remember, we'll be watching you, pal. We'll know if you start slacking off. Piazza Delfino. Ja, und somit startet endlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Gott, ich liebe dieses Spiel. So, und er hat ja gesagt, er sieht es, wenn ich müßig gehe. Na, wenn du das siehst, dann würde ich mal sagen, machen wir es uns erstmal gemütlich und schwimmen eine wunderbare Runde im Meer. Ach ja. In der Abkühlung. Ja, er hat ja gesagt, er sieht es, wenn ich müßig gehe. Also kann ich auch gleich mal ein bisschen schwimmen gehen. Gott, ich liebe dieses Spiel. So, wir können auch ein bisschen tauchen hier. Natürlich nicht ewig. Wir sehen jetzt hier die Energieanzeige, die immer stetig ein bisschen schrumpft. Das ist unsere Luft. Die Luft können wir auffüllen, indem wir entweder wieder in die Oberfläche gehen oder indem wir eine Münze aufsammeln. Eine Münze gibt einen Punkt Sauerstoff wieder. So. Bevor ich jetzt irgendwas mache, will ich kurz etwas holen. So, da müssen wir einmal hier so um die Insel rum. Allerdings will ich dann hier so hoch, weil so geht's schneller. So. So und so. So, unter dir durch. Na. Okay, Grafikwand lässt mich nicht unter Boot durchschwimmen. Schön. So, und zwar gibt es hier vorne etwas. Da unten, ein Leben. Yay. Das will ich natürlich noch haben, klar. Wunderbar. So. Wunderherrlich. So, und was ich gerade gemacht habe, das ist eine wunderbare Möglichkeit, um schneller voranzukommen. Und zwar, wenn wir mit der normalen Spritzdüse so Wasser vor uns hinspritzen und dann einfach mit B drauf springen, dann können wir unendlich lange schlittern. Wirklich unendlich lange, bis wir irgendwo dagegen stoßen. Oh. Das ist ziemlich praktisch, weil wir dadurch extrem schnell sind. Also sparen wir uns einiges an Zeit. So. Wenn irgendjemand so zugekleistert ist von diesem Zeug. Danke, Mario. Wenn irgendjemand... Ja. Hauptsache, er ist gleich wieder zugekleistert. Wenn irgendjemand von diesem Zeug zugekleistert ist, würde ich empfehlen, ihn auch wieder zu reinigen. Denn teilweise bekommt man was geschenkt von diesen Leuten. Und zwar wunderbare, tolle, blaue Münzen. Aber ich glaube, von den ganzen hier noch nichts. So, deswegen kümmern wir uns mal hier kurz um das Viech. Ja, mit den Viechern ist es halt immer das Gleiche. So. Und tschüss. Und tschüss. Immer dreimal treffen. Standard, ne? Dreimal treffen, zack, bumm. Der normale Standard bei Mario, ja. Ja.
Ja, nicht nur bei Barrio, generell. Dreimal treffen ist halt so ein typisches Ding. Oh, da ist voll der Gangster unterwegs! Gibt's die ganzen Marios? Kommt, den mach mal kaputt! Den mach mal kaputt! So, jetzt einfach schnell hinterher. Ja, der Dreck weckt nur noch 17 ab und zu sagt irgendein Bullshit. Und den müssen wir jetzt einfach die ganze Zeit anspritzen. Er mag das. Und schon haben wir's. No, oh, das ist aber nicht fair! Absolut unfair! Es sollte dir nicht erlaubt sein, Geräte wie diese einzusetzen! Schnell hinterher! Wo ist er? Wo ist er? Da vorne ist er! Hinterher! Was ist, wenn man nicht hinterher schafft? Oh. Man kann nur hinterher schaffen. Achso. Man hat unendlich Zeit. Ah ja, stimmt. Ich sehe es auch gerade. So, jetzt zeichnet einfach mal ein Gemälde an die Wand. Das können wir jetzt halt hier mit Wasser sauber machen. Und in dieses Gemälde reingehen. Das ist jetzt eine Welt, sage ich jetzt mal. Das ist die erste Welt im Spiel. Ja, so ist es hier. Wir haben irgendwelche Gemälde an der Wand. Die bespritzen wir einmal mit Wasser und dann können wir da eben rein teleportieren. Genau. Und das würde ich mal sagen, die erste Welt, die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Denn, ja, es wird jetzt Zeit. Und beim nächsten Mal will ich noch was zeigen. Und zwar hier dieses rote X. Was es mit dem hier auf sich hat, das wollen wir auch beim nächsten Mal zeigen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Super Mario Sunshine für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.